ein Weg in eine ungewisse Zeit. Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde. Anime, Edukwa und Andres Mori sind weiterhin auf Rätseljagd. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Dann geht's auf zur nächsten Episode. Der Dachboden. Der Ostern leuchtet. Ja, nee, ist klar. Osten. Bei mir steht Ostern. Nein, nein. Der Osten. Das muss okay. Der Osten sein. Wir sind im Dachboden. Okay. Wir haben das Hausmodell. Hey, Victoria, Lizzie. Sag mir nicht, das sind englische Königinnennamen. Lizzie ist Elisabeth und ja. Victoria, klar, ist Königin Victoria. Okay. Es sind ein paar Lichter im Puppenhaus, aber ein paar nicht hier. Ja. Und das wird mir auch als ein Hinweis angezeigt, das ist gut zu wissen. Daniel und Edward. Okay, das ist ein Filmprojektor. Spiegel. Oh. Mit einer kaputten Glühbirne. Ich habe einen Schlüssel gefunden am Spiegel. Wir haben hier Bücher. Eins. Das ist ein Zahlenschloss vom Haus. Haben wir irgendwas? Oh, Schreibmaschine. So, Musikboxen. Lass den einen Zettel hier auf dem Boden noch ganz bewusst liegen. Und den einen auf dem Schreibtisch. Ja. Ich habe hier eine Hundefigur. Da wird mir ein Schlüssel angezeigt. Ein wichtiger Gegenstand kann das hier sein, der Hundesymbol. Okay. Was bist du? Eine Jackbox. Okay. Ja, ich habe gerade auch einen aufgemacht. Ich wollte reingucken, was da drin ist. Ein Springteufel. Ja, ja. Ja, machen wir anders so. Wee, wee. Ah, in meinem war ein Token drin. Okay, die Puppe, die muss hier irgendwo drauf. Man muss halt herausfinden, bei wem. Entweder der Filmprojekt wird gleich nach oben gefahren, würde ich nur sagen. Edward, Daniel, Lizzie, Victoria. Ich habe eine Hundefigur, ob die dann... Die springt direkt vor drauf, okay. Da siehst du... Bupp. Ah. Auf der Globuskarte sind Knöpfe drauf. Auf Großbritannien, Brasilien, Südafrika und China. Und in den USA. Okay, das ist ja ein Bild. Wir müssen irgendwo einen Jack in the Box haben, der drei Zahlen hat. Aber hier am Schloss ist ein Jack drauf. Ja, die sind im Müll. Das ist wahrscheinlich die Anzahl der Drehungen, die es braucht, um sie zu öffnen. Oh, gut, okay. Dann zieh mal. Hol sie nochmal raus. Ja, es sind drei Stück. Ich habe gerade eine Matruscha geöffnet und da waren Token drin. Gut, ich habe drei Stück. Einen mit einer Blume, einen mit einem Herzen und einen mit einem Stern. Okay. Ich brauche Zahlen hier. Sie müssen müssen in eine Reihenfolge gebracht werden. 2, 3, 4, 5, 6. Die Blume ist 6. Oh, ich habe eine Box. Mit 4 Seiten. Wo Zahlen drauf sind zu machen. Wo ein Hase oben drauf ist. Okay. Mhm. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin. Ja, das Rot ist... Ah, okay. Geliebte Kinder, ich hoffe, ihr genießt die Reise mit eurer Tante. Wir haben uns unendlich viel Zeit genommen, um den Dachboden aufzuräumen. Lizzie, wir haben deinen Springteufel zuerst gefunden. Er ist so niedlich mit dem Herz drauf und er taucht immer zuerst auf. Der mit dem Herz taucht zuerst auf. Ja, habe ich schon markiert. Dann haben wir den von Daniel gefunden, der stets nach 4 Umdrehungen auftaucht. Das ist der Lilane. Zuletzt haben wir meinen gefunden. Sekunde, lass mich das eben mit aufschreiben. Mhm.
Vier Umdrehungen und die mit der Blume, die gelbe. Und zuletzt haben wir meinen gefunden. Er sieht so aus, als bräuchte er am längsten, um zu erscheinen. Sie warten alle auf euch, wenn ihr zurückkommt. Liebe Mama. Okay, davon habe ich alle Zahlen und auch die Reihenfolge. Gut, okay. Was bringt uns das? Da ist die Matruschka, die ich gefunden hatte eben. Du kannst damit die Kiste aufmachen, wo der Springteufel dran ist. Die Zahlen, die habe ich. Gut, dann gib mir mal drei Zahlen. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Eine einfache Kombination, Freunde. Und es geht auf. Oh, wir haben Elefanten, ein Schaukelpferd, ein Schiff, eine Eisenbahn. Ja, die gehören wahrscheinlich mit hier zu dem Rätsel, wo wir rausfinden müssen, wer welches kriegt. Ja, ich habe hier ein Pferdchen, da ist nichts Besonderes dran. Was ist noch drin? Ein Schiffchen. Das scheint nur Müll zu sein, weil da wird mir nichts angezeigt, nur als Symbol, weil das Symbol ist ja hilfreich. Aber nur Müll. Beim Pferd wird mir ein Schlüssel angezeigt, das ist ein wichtiges Symbol. Müll. Was wird mir der Eisenbahn angezeigt? Eisenbahn wird mir auch nichts angezeigt, ist auch Müll. Und der Elefant. Wird mir auch nichts. Ah, da ist ein Schlüssel drunter. Oh. Hey. Kann ich die Schlüssel irgendwie drehen? Hallo? Hallo? Kann ich dich bewegen? Leck mich doch. Hallo, beweg dich. Ja, kann man, ist aber manchmal ein bisschen tricky. Ja, manchmal ja. Ist doch keiner gesehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, die müssen wahrscheinlich in die richtige Reihenfolge gebracht werden irgendwie. Ja, ja, eben. Wir müssen rausfinden, was zu wem gehört. Das. Ah, okay. Dann hör mal jetzt genau zu. Ich glaube, hier habe ich nämlich China, USA. Das hört sich nach dem da hinten an. Liebster Papa, vielen Dank, dass du diese Weltreise organisiert hast. Zuerst nahmen wir den Orient Express und besuchten das wunderschöne China. Ja, Sekunde. Ja, gedrückt. Von dort aus nahmen wir ein Flugzeug und kamen in San Francisco in den USA an. Ja. Dort haben wir ein Auto genommen und sind nach Süden gefahren und haben den Regenwald gesehen. Also Brasilien, ja. Von dort aus nahmen wir ein Boot und waren lange unterwegs bis zum Kap der Guten Hoffnung in Afrika. Ja. Schließlich fuhren wir mit dem Zug und dem Schiff zurück nach in unsere Heimat England. Okay, ist offen. Ach, da ist die neue Glühbirne drin, die wir brauchen für den Projektor. Sehr gut. Gut, dann können wir die einsetzen. Ja. Oh, hab ich mal gesehen. Na. Absehen. Du stellst mir im Weg. Ui. Gut, jetzt fehlt noch der Film. Ja. Und die Linse, die ist auch noch gelb bei mir am Anfang hier. Ja. Eins ist garantiert hier oben bei diesem Schloss drin. Hier ist ein Schloss mit einem dreistöckigen Haus. Oh. Apropos dreistöckiges Haus, hier oben ist ein dreistöckiges Haus. Ja. Erzähl mal, auf wie viel auf jeder Etage die Fenster an sind. Uff. Ja. Du hast 4 Seiten, jeweils, das ist so gut. Ganz oben ist die 2. 2 Fenster an, gut. 7. 7 Fenster an, yo. 5. Oh! Ich habe einen Film gefunden. Wir wollen noch eine zweite Rolle, so wie es aussieht. Da waren Schlüssel auf. Ach ja, ich habe noch einen Schlüssel. Den haben wir noch gar nicht gebracht. Aber mit dem Namen und den Flugzeugen hier hatten wir noch nichts. Ja, ob die richtig sind? Nein. Haben wir noch irgendwo so eine Rätselkarte, was ich lesen kann? Das sind die beiden Rätsel, die wir gelesen haben. Und auf der Schreibmaschine kann man auch was schreiben. Okay, das ist auch ein Hin. Ich habe noch einen Token gefunden. Und an der Uhr ist sonst nichts dran. Müll damit. Ah, ich habe noch eine Kiste. Ich habe eine Kiste. 5937 ist da drauf. Okay. Warte, 5, 9, 3, 7. Ich habe 3 Seiten. 5,
Okay, ich habe keine 9 da drauf. Okay, das gefällt mir schon mal nicht. Das ist die 5937 Raum woanders mit dem Hasensymbol. Das hat nicht viel übrig. Okay. Dein Schlüssel? Wo brauchst du den? Ich habe noch nichts gefunden. Doch, klar, probier's mal Oh. hier am Schreibtisch. Das ist zu offensichtlich, muss man ehrlich zugeben. Und da ist eine Filmrolle. So, jetzt fehlt uns noch die Linse. Die Papiere dürften helfen mit der Schreibmaschine oder halt die Uhr entsprechend. Eins. Okay. Ja. Aha. Die stimmen auf jeden Fall nicht in der Reihenfolge überein, diese Zeichen, die ich drücke. Wenn ich die 1 drücke, erscheint die 0. Muss das aufschauen, was meinst du? Ach, da ist der Hase drauf. Der Hase ist auf meiner Kiste drauf. Haben wir schon irgendwo eine Uhrzeit gehabt, weil man kann die Uhr hier öffnen und einstellen. Nö. Nicht. Vielleicht in meiner Kiste drin. Ja, dann gib mir mal die Kiste, dann gucke ich mir das mal an. Weg damit. Die müsste ja irgendwo bei mir liegen. Ich hoffe, du siehst sie. Ja. Das hat 4 Seiten drauf. Ah, halt mal! Da oben ist eine Zahlenkombination drauf. Gib mir mal die Zahlenkombination. Auf der Kiste. Ja, oben drauf. Müsste eine 9 irgendwie so. 5937. 5, 9, 3, 7. Damit habe ich eine 2, 4, 8, 1. Mach auf der 1 die 2, auf der 2 die 4 und so weiter. So. Okay, sag noch 2, mal. 4, 8, 1. Bei der 1 Die mache ich 2. also die 2. Bei der 2 die 4. Ja, erstmal finden. Da. Bei der 3 die 8. Und bei Ja. der 4 die 1. Ja. Und da haben wir die Und es Linse. ist die Linse. Und ein paar Ringe. Ja. Cool, ich kann sogar mit drauf Mitnehmen. gucken, wenn du das in der Hand hast, kann ich sogar mit untersuchen. Ja. Ey, ich kann sogar an deinen Arsch dran gehen, wo alles so, so leuchtet um dich rum, die ganzen Ja, Dinger. ja. Ah, okay, ist mir noch nie aufgefallen. Dann tu mal die Linse ran, dann müsste jetzt der Projektor funktionieren. Ja. Er funktioniert. Jetzt müssen wir das Ding nur noch hochkriegen. Dafür müssen wir 1, hier nachher herausfinden, wir müssen nur das welche herausfinden. Figur wohin Ja, kommt. wir haben sonst alles Das andere. Schreibmaschinenrätsel fehlt doch noch. Nee, damit habe ich das gemacht. Ich habe die Zahlen Ah, okay. vorgelesen. Ich habe die entsprechenden Zahlen gedrückt. Da kam eine andere Zahl auch raus aus der Schreibmaschine. Okay. Ja. Weil du hast mir ja die, keine Ahnung, 3, 4 gedrückt. Da kam bei mir die 2, 4, 8, 1 raus, als ich auf die Zahlen gedrückt habe, passenden. Gucken, ob unter den Papieren noch was runterliegt. Nein, das sind nur Papiere. Gut. Daniel, Edward, Victoria, Lizzie. Die Schränke sind nichts mehr drin. Okay, der kann weg. Sonst haben wir nichts mehr hier. Den schreiben wir auch nichts mit Edward, Victoria. Oh, auf einen schreiben wir noch die Nee, Namen, oder? okay. Edward, Victoria. Wir haben noch die Uhr, die wir noch öffnen müssen. Und der Schlüssel, den habe ich noch nicht weggetan. An Der der ist Uhr noch nur nicht an der abgehakt. Uhr gucken an. Die geht ja auch nicht auf. Das ist ja nicht, wenn was wichtig ist, ist da oben ein Zeichen dran. Die Uhr ist einfach was läuft zum Wegschmeißen. 1876. Daniel and Lily with Mom and Dad. Oh. Okay, hier sind schon mal zwei Hinweise drauf. Cool auf dem Bild. Ui. Oh. Hat keiner gesehen. Errungenschaft freigeschaltet. Destroyer. Ja. Was stand auf dem drauf auf dem kleinen Bild, was du hattest? Hier, Sekunde, ich leg dir das mal hier hin. Warte mal, Guck kannst mal du den Anteil hinten. lassen? Okay, jetzt kann ich nicht drauf gucken. Warum nicht? Eben konnte ich drauf gucken. Da ist auch ein Pferd drauf, ein Hund drauf. Ja. Daniel und Lizzie with Mom and Dad.
So, und ich vermute, das Bild sagt uns, was wohin muss. Wer sitzt denn auf dem Pferd? Und der kleine Junge. Das müsste dann Daniel sein, oder? Würde ich auch sagen. So, weil Edward müsste der Papa sein. Kriegt dann das Flugzeug, nehme ich an. Der hat eine Fliegermütze auf, ja? Was sind die anderen Figuren, die wir haben? Hund, oder? Die Puppe und der Hund. Dann tu den Hund zur Victoria und die Puppe ist ein Mädchen. Weil die hat ein rotes Kleid an. Ja. Yeah. Ja. Nein, schon wieder knapp an der Zeit vorbei. Ja, ich weiß. Uns fehlt halt noch die Übung. Aber wir waren schon wieder gut dabei, Freunde. Ja, Episode abgeschlossen. Yeah. Wir sind gut. Aber wir haben die Token werden immer weniger, möchte ich anmerken. Ja, weil wir uns weniger Zeit lassen. In der ersten Runde haben wir weniger auf Zeit gespielt. Ja. Und haben entsprechend auch viel mehr gesehen und gefunden. Halleluja. Ja, schön. Gefällt mir gut, das Spiel. Ja. So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich über Like und Kommentar freuen. Schaut gerne bei meinen Partnern Instant Gaming und Spreadshot vorbei. Ansonsten, Freunde, wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan, Edogawa.